Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu A Plague Tale Requiem. Angekommen in Kapitel 11. Alle Sammelobjekte warten auf uns und hier wieder ein früher Einstieg ins Video, damit ihr genau wisst, wo wir sind. Und zwar muss man da so ein Fass wegsprengen, um hier den Weg zuzubereiten. Und wenn wir ein Fass weggesprengt haben, dann gucken wir anschließend hier an die Seite und denken, da ist ja hinter dem Zaun ist ein Fass. Warum ist das denn da? Und das gibt natürlich einen sehr, sehr guten Grund, wie immer, dass das da ist, denn dahinter verbirgt sich eine Feder. Also andere Seite war Story-Weg gewesen. Wir gehen dann halt gegenüber davon hin und haben dann hier die Möglichkeit, Feder 6 von 7, also auch schon die vorletzte, mitzunehmen. Ihr merkt das, wir haben eigentlich noch, ja, insgesamt 17 Kapitel sind es, einiges vor uns, aber einige Kapitel sind auch ohne Sammelobjekte. Finde ich übrigens sehr gut vom Entwickler, da wirklich einige wegzulassen, damit man dann halt gar nicht aus der Story rausgerissen wird, weil man nach Sammelobjekten schaut, sondern einfach die Story komplett genießt. Sehr, sehr gute Geschichte. So, wir kommen in einen solchen großen Raum, ne? Am besten von hier oben schon mal sicherheitshalber da in der Mitte das Feuer entzünden. Und dann haben wir dort viele Feuerwagen, die uns wieder für ein kleines Rätsel stellen, wie wir dann halt geradeaus zu dem Ausgang da hinten kommen. Jetzt haben wir ein kleines bisschen Story, wo sie mich nicht frei bewegen lassen und wo auch die Ratten kommen. Wir werden uns gleich den Wagen auf der rechten Seite schnappen und den praktisch genau geradeaus an diese Schrottfelsen rüberschieben und von dort aus dann mit dem Prisma von Sophia zum Sammelobjekt zur Erinnerung 19 von 21 vorstoßen. Ich werde das gleich auch ein kleines bisschen schneller vorspulen, damit das dann halt, ja, sag ich mal, dieses Karrenschieben dann doch ein bisschen schneller funktioniert auf alle Fälle. So, wir nehmen also unsere Armbrust, ziehen einmal den Karren zu uns rüber. Ich denke mal, ganz ehrlich gesagt, dass wir da hätten auch mit dem Prisma rüber marschieren können mit Sophia. Ich wollte es eigentlich jetzt beim zweiten Mal testen. Ob das geht, habe ich jetzt vergessen, habe dann wieder den Standardweg genommen. Bitte zieh den Karren hier am Seil einmal herüber. Und wenn er drüben ist, dann können wir ihn frei durch die Gegend schieben nicht. Da ist ein Schienensystem drunter. Aber wir können ihn halt einmal bis zur ersten Abzweigung, Gleis wäre übertrieben. So intensiv ist das Schienensystem dann auch nicht, aber hier an der Abzweigung drehen wir einmal, drehen ihn nach da, bis es nicht mehr weitergeht. Da vorne sehen wir schon die Trümmer, die da gleich im Weg sein werden. Und wir sehen da auch schon Kisten leuchten auf der rechten Seite. Das mag einen guten Grund haben. Und deswegen entscheiden wir uns dazu, den Karren nochmal weiter nach rechts rüber zu schieben. Und dann könnten wir an die Kisten gehen. Wir können aber halt auch mit ihrem Prisma zusammen da die kleine Kante da hinten runtergehen. Und dort findet sich dann Erinnerung 19 von 21. Und ja, wieder rauskommen. Müsst ihr gucken, am besten Teer schmeißen, glaube ich. Ich habe es nicht machen müssen. Ich musste da nicht wieder raus, weil ich das halt einfach hier nochmal neu aufgenommen habe. Und daher passt das schon. So, Erinnerung 19 von 21 haben wir hier. Viel Spaß damit und wir sind gleich bei den letzten drei Objekten für Kapitel Nummer 11 angekommen. There are others. There. It looks like the Chateau d'Ambrage, Amicia. You're right. It's the courtyard with all the bracelets. And what are those? More plans. These ones have names. Denmark, Constantinople. This looks like Africa, Asia. I had no idea the order had spread so far. Because it can happen everywhere. What? A plague. Let's go. So, das war's. Zwei Erinnerungen warten noch auf uns, aber jetzt kommen wir erst einmal zu der nächsten oder zu dem nächsten großen Raum. Ne? Auch das kommt ja automatisch rein in diesen riesigen Raum und hier hinten in der Ecke ist eine Tür. Da ist so ein kleines rotes Fähnchen dran. Die kriegen wir natürlich nicht auf, aber daneben ist natürlich ein Loch und das ist passend für Hugo. Den können wir hier einfach reinschicken und sagen, hey, bitte mach uns die Tür auf und damit den Weg frei zur vorletzten Erinnerung. Also auch das ist, wie gesagt, dieser riesige Raum ist, glaube ich, nicht zu verpassen. Den findet ihr auf alle Fälle und wisst dann, wo ihr aufpassen müsst auf eine Tür, wo ihr Hugo an einem Loch hindurchkriechen lasst. Toys. All right, Basilius. They're his. This doesn't look like a playroom, though. They took them away from him. It means he's close. Somewhere beyond that door. One hell of a door for a child. Not just any child. We'll see. Let's go back to that door. So, damit haben wir das erledigt. Es geht weiter im Kapitel und zwar landen wir jetzt im Rattenbecken. Im Rattenbecken. Sehr, sehr cooler Level.
Wir sind storymäßig sowieso gezwungen, hier diese Kette loszumachen. Damit wisst ihr ja schon mal, wo wir sind. Obwohl, sind, glaube ich, zweimal, dass wir Ketten losmachen, aber ihr wisst das halt automatisch, könnt ihr es dann gleich erkennen, wo wir sind. Und ja, wir sollen da irgendwo hingucken. Nee, wir möchten aber erstmal hier hin, denn wir haben entdeckt, dass es hier eine geheime Truhe gibt. Auch das ist schon die vorletzte. Und bitte, bitte habt ein Messer dabei. Habt meine anderen Videos gesehen und verschwendet die Messer nicht an Soldaten, sondern habt immer eins ready für solch eine geheime Truhe. Ist zu empfehlen. Ein Guide zu Messern halte ich persönlich für überflüssig, weil es gibt genug Messer und die sind sowieso von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad unterschiedlich, also daher in meinen Augen nicht wirklich notwendig. So, wir schieben mal wieder hier ein Feuerwegelchen durch das Rattenbecken hindurch. Und bevor wir ganz geradeaus durch, da sehen wir eine Leiter, bevor wir diese nutzen, werden wir erst einmal noch auf der... Na, Mensch, geh weiter. Geh weiter, Emicia. Ich glaube, auch da habe ich bereits gesucht, ob es irgendwas gibt. Aber ich werde hier gleich fündig auf der linken Seite. Da! Da ist eine Truhe. Ich mache das hier mir jetzt ganz einfach. Ich habe noch einen Bolzen dabei für die Armbrust. Man sieht es auch wirklich hinten. Ich habe einen dabei. Da mache ich Ignifer drauf und dann haue ich den einmal in die Truhe rein. Und dann habe ich hier Ruhe vor den Ratten und kann hier looten. Das war's. Ich danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dahin. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.